Also der Film heißt Bornholmer Straße und er erzählt über die Nacht der Maueröffnung, 9. November 1989, aus der Sicht der Grenzer an der Grenze Bornholmer Straße. Und es ist eine Komödie oder man kann sagen eine Tragikomödie und erzählt über die Absurdität, was da passiert ist, dass die Grenzer auf einen Befehl gewartet haben, wie die Verrückten, und dieser Befehl kam nicht. Insofern hat es was Absurdes und hat es auch was Lustiges oder lustig ist falsch, also was Komisches und was Trauriges zugleich. Und ja, den Film hat Christian Schwocho gedreht und das Drehbuch haben mein Mann und ich geschrieben, also seine Eltern. Insofern ist es irgendwo auch eine Familienproduktion. Und wir haben, also Rainer und ich, wir haben die Nacht der Maueröffnung auch erlebt. Wir sind auch über diese Grenze gegangen und Christian hat im Bett gelegen und geschlafen. Der Film läuft auf dem Filmfest München und hat dort seine Premiere. Wir freuen uns darüber.